Schönen guten Tag, mein Name ist Jens de Hermes von Proklima und ich möchte Ihnen heute eine Produktneuheit von uns vorstellen. Und zwar handelt es sich um eine Lösung zum schnellen Schließen von Einblasöffnungen in Holzweichfaserplatten. Wir stehen hier schon direkt vor dem Detail, um das es geht. Es findet sich eigentlich immer, wenn man eine Holzkonstruktion von außen auspusten möchte, die mit Holzweichfaser verkleidet ist. Man bohrt dann mit einem Lochbohrer ein Loch rein, füllt die Konstruktion mit Einblasdämmstoff und nachher muss man dieses Loch auch irgendwie schließen. Bisher hat man immer diesen Bohrkern genommen, den man vorher rausgebohrt hat, hat ihn in die Konstruktion eingefügt, hat die Oberfläche gesäubert von Holzweichfaserspäne, von den Resten der Einblasdämmung, hat den Untergrund geprimert und nachher als Abschluss ein Klebeband oben rüber gebracht, was natürlich dieses Loch dauerhaft dicht abschließt. Das ist eine gute Lösung, die gut funktioniert, aber auch bei der Verarbeitung zum einen viel Zeit benötigt und zum anderen unter manchen Bedingungen auch nicht so leicht möglich ist. Man muss sich nur mal vorstellen, was passiert, wenn es gerade regnet und ich möchte die Einblaslöcher schließen, kann ich natürlich nicht machen, weil der Primer auf der Oberfläche nicht haften wird. Um dieses Detail leicht zu lösen, gibt es jetzt folgendes Produkt. Das ist der Proklima Clox. Das ist quasi ein Propfen, hergestellt aus Holzweichfaser, der dieses Detail dauerhaft dicht abschließt. Die Besonderheit an diesem Produkt ist diese Rillenstruktur. Man sieht sich das hier im Profil vielleicht ganz gut. Man sieht, dass wir hier zwei Rillen haben, die vorstehen, die sich nachher mit dem Holzweichfaser fest verbinden. Der obere Abschluss steht ein bisschen zurück. Also der hat genau den Durchmesser von dem 105 mm Bohrkern, der in der Regel verwendet wird, um hier Löcher einzubauen. Und wenn wir uns mal anschauen, sieht man, dass die Löcher in der Regel sogar ein bisschen größer sind. Das liegt daran, weil man einfach beim Bohren ein bisschen verkantet und die Löcher dann in der Regel größer bohrt, als der Bohrkern einfach das vorgibt. Man sieht, dass die Oberfläche gut reinpasst oder der Kopf gut reinpasst und nachher diese Rillenstruktur einfach breiter ist als das Loch. Und diese Rillenstruktur wird sich nachher im Inneren mit dem Holzweichfaser einfach verbinden. Man kann sich das hier mal im Detail anschauen, was passiert. Also wenn ich den Clox mal nehme und ich bringe ihn nachher ein und ich übe Druck auf die Holzweichfaser aus, dann sieht man ganz genau, dass hier zwei Rillen zurückbleiben, die von dem Holzweichfaserstopfen einfach geschaffen worden sind. Und in diesen beiden Punkten ist einfach die Verbindung dicht. Der Kern oder der Kopf des Propfens steht ein bisschen zurück und sorgt dafür, dass wir an der Oberfläche keine Druckspannung haben. Das heißt, selbst wenn wir um diesen Kern einen kleinen Millimeter Luft haben, sind wir sicher, dass es im Innen durch diese Rillenstruktur, dass im Inneren dann der feste Verbindung dargestellt ist. Und nun möchte ich Ihnen noch mal zeigen, wie schnell der eingebaut ist. Das heißt, ich nehme den Propf in die Hand, setze ihn über das Loch, schlag den mit zwei, drei leichten Schlägen ein und habe dann diese Oberfläche dauerhaft dicht geschlossen. Das Schöne an dieser Lösung ist natürlich, dass sich das Material dasselbe ist. Das heißt, wenn ich mir ein Haus von außen anschaue oder eine Baustelle von außen anschaue, dann sehe ich diese Einblasöffnung nicht so. Die fallen mir nicht so ins Auge, als wenn ich jetzt hier mal ein farbiges Klebeband rüberkleben würde. Das heißt, es sieht sehr harmonisch aus, schafft auch beim Bauherrn und beim Architekten natürlich dementsprechend Vertrauen. Das Zweite, was ich hierdurch gelöst habe, ist, dass ich immer das gleiche Material verwende. Das heißt, ich weiß, dass ich in der gesamten Fläche Holzweichfaser habe. Holzweichfaser hat natürlich die tolle Eigenschaft, dass es immer diffusionsoffen ist. Diffusionsoffen ist. Die Platte, aus der der Clox gefertigt ist, das ist eine Putzträgerplatte. Das heißt, es ist auch dafür geeignet, dass es später noch im System überputzt wird. Natürlich muss man die ganzen Anwendungsrichtlinien der Hersteller beachten. Ja, ich hoffe, ich konnte Ihnen damit einen kleinen Einblick bieten, was der Clox einfach leisten kann, einfach für Ihre Bausituation, und wünsche Ihnen viel Spaß beim Ausprobieren und beim Anwenden. Auf Wiedersehen.